Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer GravelPitLP mit einer Minecraft-Map. Und zwar, da wir ja heute Sonntag haben, erstmal ein frohes Ostern oder frohe Ostern an euch alle, ja, an wirklich alle. Frohe Ostern, Leute, ja, nicht so wie vor ein paar Monaten schon mal die Aktion war mit frohe Ostern, jetzt ist sie legitimiert. Frohe Ostern, ja. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen schon irgendwie schön eure Eier gesucht im Garten, wenn ihr schönes Wetter hattet oder in der Wohnung oder sonst irgendwie. Irgendwie wo, was weiß ich, wo auch immer. Schöne Geschenke hatte Osterhase euch bestimmt gebracht. Und ich habe mir gedacht, zum Anlass von Ostern oder da, ja, zum Anlass des Osterhasen, der hier irgendwo rumschwirrt, spiele ich mal eine kleine Adventure-Map, beziehungsweise, was heißt Adventure-Map? Eine kleine Map, die sich mit Ostern beschäftigt. Und zwar sind wir der Osterhase. Wir sehen es schon, naja, Osterhase sind wir nicht wirklich. Es war zwar ein Osterhasen-Skin dabei, aber ich finde, was ist denn hier? Guck mal, L aus Death Note als Osterhase. Das kommt viel authentischer, als wenn ich mich jetzt in so ein pinkes Justin Bieber oder weißes, was weiß ich, Bunny-Kostüm reinzwänge. Also bitte, Leute, das müsst ihr mir nun wirklich nicht antun. Oder ich mir nicht. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das so. Wir spielen, ach, wie heißt du nochmal? The Stolen Axe oder so ähnlich. Ich habe schon wieder den Namen der Map vergessen. Ich meine Stolen Axe from Luke LPs. Ja, den kennen vielleicht einige von euch. Unten in der Beschreibung der Link zu seinem Kanal sowie der Link zu dieser wundervollen Map. Die Readme-Datei war nicht sehr ausgiebig. Dort stand drin, ey, ich bin der Osterhase, ich kann den Skin anziehen, wie auch immer. Wir sind jetzt hier. Ich hoffe, die Map verläuft diesmal ganz in Ordnung. Das letzte Mal, als ich eine Map von Luke LPs gespielt habe, ist es dermaßen ausgeartet, weil 90% der Zuschauer nicht in der Lage waren, einen Satz im grammatikalisch-deutsch-richtigen zu deuten. Aber okay, das, denke ich, wird jetzt nicht mehr der Fall sein. Deswegen, willkommen auf meiner Adventure-Map. Du bist der Osterhase, aber dir wurden die Ostereier gestohlen. Was? Mir wurden die Ostereier gestohlen? Moment mal, ich kann auch schnell neue machen, oder nicht? Geh und such sie, sonst fällt das Fest. Nein! Ins Wasser. Regeln! Bitte keine Blöcke abbauen, auf Peaceful spielen. Das wollen wir doch direkt mal kontrollieren. Und da kommt Skype, weil ich wunderbar wieder vergessen habe, Skype auszumachen. Kein Problem, beziehungsweise wir stellen schnell auf beschäftigt. Haben wir ganz schnell gemacht. So, nur Sachen aus Kisten dürfen benutzt werden. Alles klar. Sammle alle Ostereier. Das war's und viel Spaß, Luke LPs. Nur Sachen aus Kisten dürfen benutzt werden. Ja, da haben wir das ganz klar definiert. Hier ein Bett. Ich würde sagen, wir legen uns schnell nochmal pennen. Ich weiß zwar nicht, ob es dunkel sein soll, aber ich finde so ein Osterfest, so ein bisschen mit Osterhasen und so, das geht man lieber an, wenn es fröhlich ist. Guten Tag, Schweinchen. Was geht? Hast du auch schon Ostereier gefunden? Nee, hast du nicht. Nee, da kommt das Chicken. Hör mal, hier, ihr könnt ja mal... Nee, lieber nicht. So, ein wunderschöner Gravelweg zum Dorf. Wir müssen also ganz viele kleine Ostereier sammeln. Bin ja gespannt, wo die alle versteckt sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Ostereier es gibt. Also so eine richtige Ostersuch-Map hier nun. Ja, aber wollen wir uns auch gleich... Und guck mal, da ist doch direkt im Pilz. Da ist doch bestimmt ein Osterei versteckt, oder nicht? Ah, da kommt man, da kommt man... Ah, da kommt man über Jumpwege hin. Ich habe gerade ein bisschen gesucht. So, hopp. Also es ist doch so eine kleine Jump-Adventure-Map. Ja... Das gefällt mir, nicht nur ganz, nicht nur Ostereier suchen, sondern, ach, da sind wir auch direkt schon runtergefallen. Ja, Leute, das kann ja was werden, so wie ich das jetzt hier wieder sehe mit meinen, Künsten der Jump-Maps, die eigentlich mittlerweile mal ein bisschen besser, hallo, was ist denn da los, ey? Hast du keinen Bock mehr? Ist dir Leid zu Kopf gestiegen? Da kann man im Übrigen direkt drüber springen, glaube ich. Nein! WTF? Warum? Hallo? Was ist denn da bitte schön los? Kann man da nicht, doch, man kann doch da direkt drüber, oder nicht? Hör mal, Luke LPs, hast du da... Ach, hast du genau abgepasst. Hör mal, Schwein, ich meine, ich mag dich ja auch, aber... Ich werde dir dann doch schon mal ein kleines bisschen sehr verbunden. Alter, WTF? Eben komme ich da so locker drüber und jetzt kacke ich hier schon an der Stelle ab. Ja, da muss das Osterfest wohl ins Wasser fallen, so wie ich das jetzt hier gerade beurteilen kann. Das geht ja wohl gar nicht gut. In der Readme-Datei stand noch irgendwas von 10 Stunden hätte er zum Bauen gebraucht. Das ist auch ganz ordentlich, wie ich finde, 10 Stunden. Hä? Der hält sich da nicht fest? Wie soll ich denn da sonst drankommen? WTF? Hör mal, Luke, hast du mal einen Beta-Tester gehabt?
Frage mich gerade mal so, ne? Frage ich mich immer, wenn ich bei einer Map nicht weiterkomme. Gibt es da einen Beta-Tester? Oder hast du dir gedacht, den kannst du sparen, ist ja Ostern. Hör mal, ne, das kann doch gar nicht gehen, das kann nicht gehen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber das geht irgendwie definitiv nicht. Oder ich bin halt... Oh, alter Schwede, ey. Wisst ihr, da sind schon wieder diese Momente in diesen Adventure-Maps, wo ich mir einfach denke... WT-Gott! Im WT-Fuck. So. Ah! Ja, okay. Ach, wenn ich Shift gedrückt halte, geht das auf einmal alles. Ja, aber natürlich. Warum denn auch nicht? Shift ist ja die Lösung für alles. Schön, dass ich das jetzt auch mal weiß, dass man hier mit Shift ganz einfach rüberkommt. Okay, er hat doch einen Beta-Tester gehabt. Ja, einfach Shift durchgehend gedrückt halten und schon geht es. Und, Spawn Mushrooms und Spawn Cube. Da habe ich die ersten zwei Ostereier schon mal gefunden, würde ich sagen. Da ist doch schon mal, boah, das Osterfest ist doch schon mal halb gerettet, Leute. Und ein bisschen wunderbare Minecraft-Musik. Nach Hause, ich brauche nicht nach Hause. Und, da haben wir noch eins. Ein bisschen schade finde ich, dass nicht irgendwo steht, wie viele Ostereier es gibt, weil streng genommen suche ich mich ja jetzt hier tot in mein Leben. Da ist ein Bild, ach, ich darf keine Blöcke abbauen. Oh, tut mir leid, ich habe Bild hingemacht, tut mir leid. Ah, das war mir doch fast klar. Tut mir leid, ich wollte Bild nicht wegmachen. Hiya Papa. Und da sind wir doch die gleiche, aber haben wir wieder gefailt hier. Aber ich finde es wirklich sehr interessant, was denn die Bewohner hier irgendwie alles so in ihren Häusern im Keller oder so in Geheimräumen versteckt haben. Und da haben wir einen Schalter. Sehr interessant, denn alles, was in Kisten ist, dürfen wir benutzen. Da haben wir uns schnell durchgecheatet. Wunderbar, Leute. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Draußen! Aha, ein Geheimgang nach draußen. Wofür mag das wohl da sein? War da irgendwie ein Hausbewohner nicht ganz so? Oder wollte er sich einen kleinen Fluchtweg verschaffen, falls die Bullen kommen? Ach, Bullen darf man ja nicht sagen. Falls die Polizei kommt. Und hier ist ein weiteres Enderman. Sehr interessant. Hast du im Crafting Table was versteckt? Ah, im Ofen. Aber im Crafting Table kann man nichts verstecken. Das weiß ich, Leute. Aber ist egal. So, das würde nämlich direkt rausfallen, meines Wissens nach. Haben wir hier noch irgendwo was... Wie gesagt, ich kann euch nicht genau sagen, wie viele Ostereier hier irgendwo versteckt sind. Aber ich gehe mal davon aus, ein paar mehr als die ich bisher habe, sind es dann doch noch. Zum Schiff, weiß ich nicht, wie viele Ostereier hat er wohl versteckt. Wir gehen einfach mal alles ab und gucken am Ende dann mal, wenn wir alle in allen Häusern waren und so, wie viele Eier wir haben. Und dann sagen wir, machen wir mal Bilanz und sagen wir, so viel Eier habe ich jetzt gefunden hier. Wer mehr findet, der findet mehr. War da irgendwas? Das sieht mir fast danach aus, als wenn es da irgendwie hier hochgehen würde. Ja, das sieht mir nicht fast nur danach aus. Hier, ach, die hat er für mich eingebaut, die Scheißstelle. Das sind nämlich Jumpstellen, die hasse ich wie die Pest. Aber das geht ja alles klar hier. So, ja, das scheint mir jetzt hier irgendwie ein bisschen behindert. Weil irgendwie kommt man ja hier doch nicht weiter. Oder sehe ich das falsch? Hat er was vergessen? Nee, geht's bestimmt irgendwo anders lang. Da muss man aber hochkommen, Leute. Da muss man doch hochkommen. Hier, in die Kühe im Wasser, Chicken im Wasser, alles klar da oben. Ist auch noch eine wunderschöne Fackel. Hier muss man hochkommen. Das habe ich mittlerweile jetzt irgendwie festgestellt. Es muss eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Fragt mich nicht wie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man da jetzt genau hochkommen soll. Wie der liebe Luke LP sich das wohl schon wieder gedacht hat hier, ist eine sehr gute Frage. Ach du Scheiße, da bin ich runtergejumpt. Hier ist ein Ei! Yay, ich habe noch eins gefunden. Das hat er bestimmt nicht mit eingeplant, aber das habe ich gerade mal gefunden. Hier geht's aber noch runter. Aha, und da haben wir einen Wolf. Ein weiteres Dingen. Ja, wie gesagt, Leute... Ich bin zu 100% überzeugt, dass es irgendwie da hochgehen muss. Ich weiß nur gerade noch nicht wie. Da werden wir uns gleich nochmal drum kümmern, um die Stelle. Vielleicht finden wir da ja noch irgendwas. Irgendeine Lösung, was weiß ich. Eine Lösung, das hört sich so chemisch an. Oh mein Gott, chemische Lösungen. Ey, hier oben geht's aber auch noch, oder? Da oben ist noch sowas wie ein Dach. Sag mal. Ah, nee, das ist einfach nur so. Da wollte er den Nein, ich hab mein Ei kaputt gemacht. Ich hoffe, er ist nicht böse, der Luke jetzt hier. So, da waren wir auch schon drin. Jetzt haben wir hier noch das Haus. Hier waren wir auch schon drin.
Dann würde ich sagen, haben wir, geht's hier weiter, ne? Also es gibt, wie gesagt, da oben noch, da ist bestimmt irgendetwas. Oh, das ist nur zur Deko. Ich weiß es nicht, ich würde wetten, da ist was. Aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher. Was hat er denn hier? Oh, das gefällt mir doch. Das sieht sehr asiatisch aus, ein bisschen chinesisch irgendwie. Ja, meinst du denn, Luke LPs, die Chinesen bzw. Asiaten? Die sehen natürlich, also Kompliment, die Häuser sehen geil aus, finde ich. Muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, gefällt mir sehr gut, gefallen mir wirklich außerordentlich gut, die Häuser. Wirklich Daumen hoch für die Häuser, Leute. Ganz klare Sache. Das hier sieht mir auch sehr spanisch aus. Hier mit den Bücherregalen. Und bestimmt gibt es irgendwo einen Weg nach oben. Denn er baut die Häuser nicht einfach nur so aus Jux und Dollerei dahin. Sondern da gibt es bestimmt irgendwo einen Weg nach oben. Die Frage ist nur, wo befindet sich dieser Weg nach oben? Wie kommen wir dahin? Wir haben ja den Lever hier mitgenommen. Wir dürfen nichts abbauen. Sehe ich hier irgendwo einen Schalter? Nein, sehe ich nicht. Das ist komisch, finde ich, weil irgendwie sollte man noch da eigentlich hinkommen. Nun gut, gehen wir mal hier rein. Hier wahrscheinlich dasselbe, nur halt, Haus Nummer 2. Auch hier sehe ich jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich irgendetwas, wo wir jetzt hier irgendwie so professionell, speziell mal eben da hochjumpen könnten. Vielleicht steht ja irgendwo ein Schild, setze deinen Creative Mode an. Könnten wir theoretisch sogar. Wie ihr seht, habe ich too many items drin. Kann ich mal ausmachen, bevor ihr euch wieder beschwert habt. Da euch wahrscheinlich eben schon beschwert. Aber hatte ich an für meine Let's Show-Welt, beziehungsweise Singleplayer-Welt. Da habe ich doch geändert. Möchte ich jetzt doch spielen. Hierfür ist wahrscheinlich der Lever. Oder auch nicht. Streng genommen darf ich ja nichts abbauen, aber den baue ich jetzt doch mal ab. Hier muss es doch eigentlich reingehen. Ich schätze mal auch, da gibt es mehr von den Leather-Dingern. Mal alles ausprobieren hier. Nee, so wirklich klappt das nicht. Ah, so klappt das aber. Ja, jetzt werde ich mal... Ist das dein Ernst? Ich komme nicht mehr hier raus. WTF? WTF 9! Wir haben verloren. Ja, in dem Fall müssen wir doch ganz kurzerhand mal hier eben mal die Tür abbauen. Auch wenn es ein bisschen dauert. Tut mir leid, dass ich hier die Regeln missachte, aber bitte erklär mir doch mal einer, wie ich hier rauskommen soll, ohne jetzt wirklich die Tür abzubauen. Das kann gar nicht gehen und kann überhaupt nicht funktionieren. Das geht nicht. Sei denn, ich spawn irgendwelche Viecher, die das Haus abbauen, weiß ich ja nicht. Aber das geht ansonsten nicht. Deswegen baue ich jetzt hier mal entgegen der Regeln einfach mal die Tür ab. Aber die können wir ja auch hinterher gerne wieder dahinsetzen. Den Schalter nehme ich im Übrigen aber erst noch einmal mit. Hier geht es... Aha, hier hat er für die Redstone-Leitungen, hier sehen wir das. Hier hat er wohl ein bisschen irgendwie freigelassen. Da ist ein Schild. Ne, ist ein Pisten. Ah, ein Pisten, mein Lieber. Aha. Und was habt ihr hier? Hier sieht es so ein bisschen aus. Wie gesagt, ich weiß momentan nicht, wo es jetzt hier weitergehen soll, Leute. Diese komischen chinesischen Häuser sagen mir nicht wirklich viel da. Da weiß ich nicht wirklich, wo genau ich da jetzt weitermachen soll. Ich muss wahrscheinlich hier rein. Und hier... Aua. Sieht es so ein bisschen so aus, als könnte es hier etwas geben. Ich gucke mir das einfach mal an. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Es wird auch dunkel. Zum Glück spielen wir auf Peaceful. Dann belästigen uns wenigstens keine Creeper. Blöde, komische Achmetok-Skelettos und Gelpis-Creeper-Stepiles. Ne, man weiß ja wirklich nie. An Ostern hier möchte ich jetzt nicht noch im Krankenhaus liegen mit irgendeiner Skelettvergiftung oder so ein Scheiß. Aber wie kommt man denn jetzt bitte schön da hoch? Hier haben wir natürlich Bäume, ne? Die können wir natürlich im Rahmen dieser Adventure-Map auch mal ausnutzen. So gehe ich mal von aus. Und könnten eventuell versuchen, uns mit Hilfe eines Baumes hier rüber zu cheaten. Das sieht mir sogar auch noch recht machbar aus. Jetzt gucke ich aber gerade mal und sehe, da ist irgendwas im Boden. Da sind auch Kisten. Das heißt, wir sollen da hochkommen, wir sollen da reinkommen. Die Frage, die ich mir nun stelle, ist aber immer noch wie. Probieren wir es mal aus. Und da lässt das Rennen nach. Ich glaube, wir hätten es ohnehin nicht wirklich geschafft. Ja, die Frage ist nun wirklich, wie um alles in der Welt komme ich jetzt hier irgendwo hin? Den Lever kann ich überall hinsetzen. Ja, ich komme doch hier jetzt nirgendwo hin, oder was? Luke, hast du dort etwas vergessen oder vielleicht irgendwo mal eine kleine Notiz, einen kleinen Hinweis gegeben? Weil ich habe jetzt hier nicht so wirklich eine Ahnung. Mal kurz einen Schluck trinken, mitten im Let's Play, ganz unprofessionell.
Ja, weiß ich nicht. Wo soll es denn hier weitergehen? Was ist denn mit dir? Verstehe ich jetzt nicht wirklich, Leute. Ist jetzt eine recht lustige Sache hier. Eine recht lustige Angelegenheit mit der Map, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht. Wo soll es denn lang gehen? Interessante Sache, muss ich schon mal sagen. Hier außenrum gibt's doch nicht. Ey, komm, Luke, was soll denn der Scheiß? Sag mir, wo geht's lang, mein Freund? Hier ist der Baum ziemlich aufdringlich nah daran. Da könnte es sogar, da könnte es nicht nur hochgehen, da geht es bestimmt hoch. Weil so sehe ich hier keine große Chance, irgendwie auf dieses scheiß Gebäude zu kommen. Aber ich sehe eine andere Chance, und zwar über die Lianen dort hochzukommen. Da habe ich gar nicht dran gedacht, Leute. Hier geht es nämlich auch nicht hoch. Alles klar, wir werden mal dieses Gebäude hier ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, da oben ist nämlich so eine Art Balkon. Das können wir ja machen, das habe ich vollkommen vergessen. Das sind halt diese neuen Features in Minecraft, mit denen man sich erstmal anfreunden muss, dass es jetzt hier auch sowas geht. Und jetzt haben wir nämlich hier etwas gefunden, was uns überhaupt nicht weiterbringt. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Ich habe gedacht, jetzt würden wir hier etwas weiterkommen, aber nein. Das war nicht der Fall. Was haben wir denn hier oben? Da sehe ich doch so... Ah, das hat er aber schön gemacht. Da fängt doch die Jump-Action erstmal richtig an. Ja, aber ich würde auch gerne erstmal wissen, wie ich denn da hochkomme. Hier, zu meinem Ding, ne? Wie komme ich denn da hoch? Hier lasse ich mich bestimmt nicht runterfallen. Das kannst du mal schön nach Hause gehen. Aber irgendwie muss es doch da hochgehen, verdammte Hacke nochmal. Hör mal. Sollen wir mal ganz unprofessionell sein, Leute? Was soll denn das? Sollen wir den Luke mal anrufen mitten im Let's Play und mal fragen, was er sich denn dabei gedacht hat hier? Hör mal, so geht das ja nicht. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo ich hier hin soll. Das kann doch nicht sein. Ich bin doch wieder zu blöd dafür. Da wollen wir doch direkt mal fragen. Da ruft man mal an. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber das machen wir jetzt ganz einfach mal. Wollen wir eben noch mal fragen, was denn der Scheiß hier überhaupt soll, ne? Mal gucken, ob er rangeht. Da hören wir jetzt das Toten. Da ruft man an, der ist auf abwesend. Hoffe, der geht ran. Mal gucken. Mal gucken. Ganz unprofessionell, Leute. Aber egal. Komm jetzt! Geh doch dran! Was soll denn der Quatsch? Ich kann sonst die Eier nicht finden! Ich weiß doch nicht, wo es lang geht. Ja, tut mir die Ohren weg! Guten Tag! Guten Tag. Hör mal, ich spiele gerade deine Adventure-Map, ne? Was soll denn der Quatsch? Ich komme nicht weiter. Wo bist du denn? Ich bin bei den chinesischen Häusern. Wie soll ich denn da hochkommen? Bei den Pagoden, da musst du gar nicht hoch. Ja, aber da sind doch noch Etagen. In den Pagoden drin. Was für Pagoden? Diese Häuser hier, ja. Diese großen. Die Holz, aus Holz und Sandstein, ne? Ja, genau. Ja, da musst du gar nicht hin, da ist gar nichts. WTF? Wie geht's denn dann weiter? Ich habe einen Schalter und möchte in das Riesendingen hier kommen, da nicht rein. Ja, du brauchst 3 Schalter für das Riesendingen. Willst du mich verarschen? Da gibt es noch welche? Ja, sicher. Im Dorf oder was? Ja, also hast du die Spitzhacke schon? Spitzhacke? Du musst in den Häusern nachschauen. Ja, ich war überall in den Häusern schon drin. Ich gehe jetzt nochmal rein. WTF, was macht er denn hier? Da wohnt eine alte Eiche, was soll das denn? Nee, hier bin ich bei der Workbench, da ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Hier, gibt's hier irgendwo was? Hallo, gibt's hier irgendwo was? Nee, hier gibt's gar nichts. In dem einen Haus gibt's nichts. Dann war ich in dem Haus mit den Bildern drin. Da gab's diesen Geheimgang, den habe ich auch schon genommen. Da ist eine Spitzhacke, die habe ich übersehen. Wo bin ich gut? Ja, und da kannst du dann in die Mine rein. In die Mine? Mine, ja. Es gibt doch diesen Geheimgang. In dem Haus? Ja. Ja, genau. Ja, da war ich schon. Ja, genau, es gibt aber noch eine Mine. Das ist links neben dem Haus. Wenn du bei dem Haus, wo die Spitzhacke ist, wenn du da reingehst, links davon, ist ein Schild mit Mine. WTF? Moment mal. Hier ist... Ach, da, zur Mine. Bah! Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das fängt jetzt dann auch erstmal an, ne? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Jetzt muss die Spitzhacke halt gut einsetzen, ne? Aber ich darf doch keine Blöcke abbauen. Ja, jetzt dann schon, weil du ja die Spitzhacke hast und da dann die Blöcke den Weg versperren.
Mein Gott. Mein Gott. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht. Ja, okay, dann mache ich erstmal weiter und melde mich mal, wenn ich wieder gar keine Ahnung habe, so, ne? Mhm, sicher. Also, danke, tschüss. Tschüss. WTF, da gibt ne Mine, ist das sein Ernst? Ich glaub das nicht, Leute, es gibt ne Mine. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass ich die Goldhacke einsetzen darf. Da wäre ich wieder überhaupt nicht drauf klargekommen, weil meiner Meinung nach hätte man die wieder nicht einsetzen dürfen. Ist auch wieder ein Widerspruch, wenn ich ja richtig sehe, oder nicht? Da stand erst, ich darf keine Blöcke abbauen, nur Dinge aus Kisten benutzen. Und nämlich die Hacke benutzen und keine Blöcke abbauen, wäre dann ja ein Widerspruch. Das heißt, eins der beiden muss mehr wiegen. Aber was hätte ich in dem Sinne nicht entscheiden können? Ach Gott, WTF, ey. Okay, aber es gibt drei Schalter, das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen mehr, Leute. Und, ja, würde ich sagen, setzen wir uns auch mal gemütlich hier rein und drücken den Knopf. Auf geht's! Oh, WTF. Okay. Jetzt geht's erstmal richtig los, hat er gesagt. Ey, das macht mir ja keinen großen Mut, wenn ich ehrlich... Junge, wo lebst du? Guckt euch das an. Das ist sein Ernst. WT, verdammt. Hoffentlich schaffe ich das beim ersten Mal. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Boah, Luke, ey. Boah, ich schenk dir zu Ostern ein Leben, ey. Ohne Kack, ich schenk dir zu Ostern ein Leben. Luke, wenn du das jetzt hier hören solltest, du bekommst von mir ein Leben zu Ostern. Und zwar eins mit Freunden. Nein! Nein! Scheiße! Da war ich so weit. Da war ich so weit. Oh, scheiße, ey. Boah, er hat doch... Boah, es ist echt sein Ernst. Ich glaub das ja jetzt gar nicht, ey. Nein, es ist sein Ernst. Okay, Speedrun. Kennt er ja noch aus Dungeon Runner. Es ist im Übrigen, auch nur mal so ganz zur Info. Es ist einfacher, wenn man durchrennt, weil man weiter springen kann. Deswegen werde ich das jetzt hier gleich auch nochmal versuchen. Machen wir es da einfach in der Speedrun-Challenge. Auf geht's! So, wer schneller ist von uns, Leute. Videoantworten können gerne gepostet werden. Ab jetzt, auf geht es! Na, seht ihr mal, was der Osterhase alles machen muss, Leute, ey. Bis überall die Eier sind, ne? Damit das Fest nicht ins Wasser fällt. Da muss der Osterhase aber hier echt eine Menge worken. Das geht nicht! Ich komme noch nicht mal mit Rennen darüber, WTF. Warum denn nicht? Wenigstens mit Rennen sollte ich da aber eigentlich locker rüberkommen. Warum komme ich denn da nicht rüber? Warum komme ich da nicht rüber? Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht rüber. Scheiße. Ach ja. So eine schöne Jump-Act-Action. Jump-Act-Action? Was laber ich? Alter, da kommt man nicht rüber. Selbst mit Rennen kommt man da nicht rüber, wenn man durchrennt. Warum denn nicht? Hast du gelitten, Luke? Ah, aber haben wir doch auch mal, ich denke, das ist vielleicht auch mal eine kleine Auflockerung hier vom Alter, ist das denn sein Ernst? Vom Alltäglichen, dass man einfach mal so mitten in der Adventure-Map den Ersteller anruft und fragt, was ist denn da eigentlich los? Ansonsten hätten wir noch 8 Millionen Jahre über die Mine. Ich hab das echt übersehen. Ich habe selbst die Spitzhacke in der Truhe ja übersehen. Also solche Sachen übersehe ich ja gerne. Aber wer mich schon ein bisschen länger schaut, weiß das auch. Ja, und jetzt habe ich den Fehler gemacht, dass ich nicht durchgerannt bin. Ja, da muss man durchrennen. Muss man nicht unbedingt, aber ich muss das, sonst schaffe ich das nicht. Alles klar, ich renne durch. Wenigstens aber ja schon mal einen Schritt weiter. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei Netherrunner, obwohl Netherrunner... Wirklich, ich muss sagen, ich habe ja Adventure Map so von euch Abonnenten nicht so oft gespielt bisher. Vom Luke hatte ich schon mal eine gespielt hier, die war nicht schlecht. Die jetzt hier weiß ich noch nicht so ganz. Also bisher
ist kleines Manko, es sei denn, ich habe es übersehen, dann entschuldige ich mich schon mal für meine Manko-Bemerkung, ist, dass man nicht weiß, wie viele Ostereier es gibt, finde ich ein bisschen Manko. Und dass man halt relativ ins kalte Wasser geworfen wird, obwohl man ja eigentlich, wenn man nicht gerade die Hälfte übersieht, recht gut zurechtkommt, muss ich auch sagen. Aber, ja, muss ich sagen, habe ich ja sonst nicht so Adventure Maps von euch gespielt. Aber die Netherrunner, wirklich, das ist so eine Map, wo ich sage, die kann mit Dungeon Runner wirklich gleichziehen. Also da tut sich nicht so viel. Also Dungeon Runner ist da vielleicht nochmal ein bisschen ausgefeilter und besser strukturiert und nochmal ein bisschen mehr mit, sag ich mal, Pistons und solchen Special Effects, würde ich das mal nennen, ne, einfach gemacht. Aber ansonsten wirklich ist Netherrunner so mit die beste Map, die ich bisher von Abonnenten gespielt habe, muss ich ganz ehrlich. Nein, zu früh, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich. Und deswegen da Kompliment nochmal an Gameplay Universe, die das gemacht haben, an der Stelle. So ganz unvernommen jetzt einfach mal zwischendrin. Obwohl ich ja jetzt gar nichts von denen hier spiele gerade. Nee, muss ich wirklich sagen, hat mir sehr gefallen, Netherrunner. Auch wenn ich noch nicht durch bin zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, hier werde ich auch nicht sein, zum Zeitpunkt. Nein, des Uploads! Ey, ohne Scheiß, ich habe nur 17 Cobblestone dabei, die ich offiziell benutzen. Nee, ich darf nur Dinge benutzen, die in Truhen sind. Fuck. Schade, 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 schade. Ja, da müssen wir das hier wohl schaffen, Leute. Wohl oder übel, kann das ein bisschen dauern. Wie gesagt, Videoantworten werden gerne angenommen. Nicht immer direkt, weil... Ist das dein Ernst? Ey, das war fast geschafft, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Geh doch einfach da hoch. WTF, was ist mit dir? Habe ich ja jetzt hier schon wieder gar keine Muße mehr für, ne? Muss ich euch ja ganz ehrlich sagen. Das geht mir schon wieder... Oh, an die Nieren geht mir das Spiel hier. An die Nieren. In die Bieren. Boah, Alter! Kriege ich echt Aggression bei so einem Scheiß. Boah, Luke, ey. Oh, 7. LP. The Haunted Reeds Welsh. Oder was spielt er da? What the fuck, Sepp, was spielst du da schon wieder? The Haunted Reeds Welsh. Ich konnte das jetzt nicht so schnell reden. Ja, WTF mit Sosa. Checkpoint! Sau, wie Checkpoint. Wie wild. Alter, hier kackt jetzt gerade ab. Ach so, sehr schöner Checkpoint. Also wirklich Kompliment, sehr schön überlegt, wie man das macht. Ich kenne viele Leute, die schreiben Checkpoint dahin und dann kommt man da gar nicht mit dem Checkpoint hin. Also wirklich sehr schöner Checkpoint hier, sehr schön gelöst, finde ich. Muss man an der Stelle mal sagen. Complimented, Luke. Luke, ich bin dein Vater. Ne, bin ich nicht. So, und jetzt hier der letzte Sprung. Dann scheinen wir das auch schon geschafft zu haben. Wunderbar, scheinen wir, ist gut. Keine Sorge, Leute, ich sehe selber nicht mehr als ihr. Also, liegt jetzt nicht an... Ja, bin ich auch gleich mal runtergefallen an der Stelle, die tausendmal einfacher ist als das, was wir bis gerade eben hingemacht haben. Aber okay, auch an den einfachen Stellen muss man mal runterfallen. So, jetzt hier sehen wir wieder. Und das hier ist natürlich jetzt ganz besonders mies. Das mache ich auch direkt mal weg. Also da kannst du mich gerne haben. So. Geh mal weg hier. So. Mache ich jetzt... Alter. Ja, aber insofern ist mir das jetzt auch egal, Luke. Ne? Muss ich mir mal ganz ehrlich... Willst du mir jetzt sagen, ich komme da nicht hoch? Doch. So. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, hast du jetzt Pech gehabt, dass da Lilianen gewachsen sind, nutze ich einfach aus, weil das stand nicht in den Regeln. Ich hätte sie nicht abbauen dürfen, aber dann wäre ich hier nicht rübergekommen. So. Ich meine, wir wollen ja das Fest retten. Es geht hier immerhin um Ostern. Da kann man auch schon mal ein bisschen cheaten. Es geht um Ostern, Leute. Boah, hier ist überall Lava und Notausgang. Da habe ich den zweiten Lever. Aber nur einen zweiten. WTF? Ich brauche noch einen dritten. Wo ist der dritte? Nein! Der ist bestimmt auf dem Piratenschiff, da wo ich nicht hinkomme. Aua. Rennen und springen. Mega schnell. WTF, was kommt denn jetzt? Was kommt jetzt? Toll! Super! Toll!
Das hast du ja toll gemacht, Luke. Und was bringt das jetzt? Da war das nur so zur Belustigung oder was? So, damit man auch mal sieht, wie schnell der Osterhase so hüpfen muss und so. Hm? So hüp, 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 hüp. Ja, der Osterhase, der hüpft doch gerne schnell. Ja, der Osterhase, der hüpft gerne schnell. Denn der Osterhase. Der Osterhase. Hätte ich auch von hinten reingehen können eigentlich, ne? So, ich hätte gerne den zweiten Schalter, mein Freund. Wo ist der? Ich sehe... Achso. Tja. Oh, Ei. Dankeschön, Huhn. Ja.